Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu den Grundbegriffen der Algebra. Im vorliegenden Beispiel suchen wir Terme mit rationalen Exponenten, die mit dem vorgegebenen Term übereinstimmen. Versuche zuerst selbst, die beiden korrekten Terme zu finden. Unsere Aufgabe lautet also, die gegebenen Terme so umzuformen, sodass wir am Ende den gesuchten Term x hoch 5 Drittel erhalten und dadurch feststellen können, dass die beiden Terme identisch sind. Gehen wir die 5 möglichen Kandidaten der Reihe nach durch. Term Nummer 1 ist 1 durch x hoch 5 Drittel. 1 durch x hoch 5 Drittel ist offensichtlich der Kehrwert von x hoch 5 Drittel. Und der Kehrwert ist in der Regel nicht identisch mit der ursprünglichen Zahl, dem ursprünglichen Ausdruck. Das ist also sicher keine richtige Lösung. Ich kann es aber trotzdem mit Hilfe von rationalen Exponenten und der Basis x schreiben. Und in dem Fall würden wir x hoch minus 5 Drittel erhalten, womit noch einmal offensichtlich wird, dass es sich nicht um den Ausdruck x hoch 5 Drittel handelt. Der zweite Term ist die dritte Wurzel aus x hoch 5. Die dritte Wurzel aus x hoch 5 kann man als Potenz schreiben. Der Wurzelexponent landet dabei im Nenner des Exponenten unserer Potenz. Und wir erhalten unmittelbar x hoch 5 durch 3 und damit den von uns gesuchten, den vorgegebenen Term. Wir haben also den ersten äquivalenten Term gefunden. Term Nummer 3 ist x hoch minus 3 Fünftel. Auch hier ist relativ offensichtlich, dass x hoch minus 3 Fünftel nicht identisch ist mit x hoch 5 Drittel. Erstens ist der Exponent negativ, wir haben also das falsche Vorzeichen und noch dazu haben wir den Kehrwert im Exponenten. Das kann nicht die gesuchte Lösung sein. Nummer 4 ist die fünfte Wurzel aus x hoch 3. Auch das ist nicht wirklich korrekt, aber da lohnt es sich zumindest wieder, eine Überprüfung vorzunehmen. Wenn wir dieselbe Regel anwenden, die wir im Fall des zweiten Terms angewendet haben, dann erhalten wir hier x hoch 3 Fünftel. Und auch hier ist offensichtlich 3 Fünftel nicht identisch mit 5 Drittel. Auch dieser Term ist nicht äquivalent. Bleibt noch der fünfte uns angebotene Term mit x mal der dritten Wurzel aus x zum Quadrat. Das benötigt ein, zwei Umformungsschritte mehr. Als erstes formen wir x hoch 2 und die dritte Wurzel daraus, um in eine Potenz mit x hoch 2 Drittel. Und wir müssen nun Potenz mit gleicher Basis multiplizieren. X ist identisch mit x hoch 1. Das Ergebnis ist x hoch 1 plus 2 Drittel. Beim Multiplizieren von Potenzen mit gleicher Basis werden die Exponenten addiert. Und 1 plus 2 Drittel ist 3 Drittel plus 2 Drittel und damit 5 Drittel. Wir haben also tatsächlich wieder x hoch 5 Drittel vor uns. Und damit den zweiten äquivalenten Term gefunden. Und nachdem wir beide Lösungen bestimmt haben, ist auch das Beispiel als Ganzes bereits gelöst.